Fußballspiel betrifft die Oberfläche. Naja, mehr oder weniger Oberfläche. Ich meine, das Spiel spielt unter Wasser. Jo, Entschuldigung, was ist das für ein Song? Das Ganze nennt sich Nightmare in Squidville. Squidville! Ihr wisst schon, Squidville! Diese eine Stadt da! Ich bin sehr gespannt. Wir haben sehr lange kein SpongeBob-Horrorspiel mehr gespielt. Hey SpongeBob, wach auf! Wir müssen Thaddäus finden, es ist schon dunkel. Ah, ich muss eingeschlafen sein. Lass uns an ein paar Türen klopfen. Also erstens hat SpongeBob anscheinend auf einer Parkbank geschlafen. Und zweitens gibt es keinen Grund für Patrick so süß auszusehen. Ich würde dir am liebsten einen Kuss geben, du Kleider. Wenn wir die Klopfentaste drücken, können wir Patrick schlagen. Okay, Zeit Thaddäus zu finden. Diese Mechanik ist übrigens komplett neu. Hallo, hast du Thaddäus gesehen? Junge, Patrick ist so süß, ne? Und ich muss sagen, diese Klopfmechanik... Hallo? Hallo? Die hat schon irgendwie etwas Gruseliges an sich. Ich feier das. Wo ist je... Ha? Bye. Yo! Habt ihr gesehen, was ich gerade gesehen habe? Thaddäus ist ein Geist und er ist definitiv hier reingegangen. Also öffne die Tür! Geht nicht, Komi. Ha? Yo, wieso brennt es da? Oh, da ist Thaddäus. Komm schon, ich erwisch dich die... Hallo? Ich hab doch gesehen, dass er hier reingelaufen ist. Oh mein Gott, du bist gruselig! Süß, aber gruselig! Patrick, es wäre viel schlauer, wenn wir uns aufteilen. Du kannst mir doch nicht einfach die ganze Zeit blöd hinterherlaufen. Du läufst nach links und ich laufe geradeaus. Ich hasse dich! Okay, aber ich möchte sehen, was es mit dem Feuer auf sich hat. Yo, was ist das? Da hinten ist... Erinnerst du dich noch an den verrückten Typen mit dem... Well, I guess he crashed. Verrückter fliegender Typ mit einem Laubsauger? Und der ist hier abgestürzt? Yo! Wo ist seine Leiche? Did you realize? Und wieso hilft ihm niemand? Dieser Mann muss in Gefahr sein! Öffne die Tür! Okay, irgendwas ganz Komisches geht in dieser Stadt vor sich. Und ich weiß nicht wirklich, wohin wir eigentlich gehen müssen. Ich versuche einfach an jeder Tür zu klopfen. Komm schon, öffne doch jemand! Nur ein Schwarzer, aber der Schokolade verkauft. Ich weiß, um diese Uhrzeit wirkt das bestimmt verdächtig, Patrick, aber... Patrick, where are you? Patrick, wo bist... Patrick ist weg! Obwohl, der hat mir Handys gebracht, voll die Pfeife. Aber Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe langsam die Schnauze voll von Thaddäus Horrorspielen. Ich hätte gerne ein Larry Lobster Horrorspiel. Können wir nicht mal so eins machen? Das wäre der Wahnsinn. Falls jemand von euch Programmierer ist, ich würde es total feiern. Oh. Yo, Patrick, wieso stehst du da? Du machst mir ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Full of health. Ein gesunder Laden? Wieso steht Patrick vor einem gesunden... Ah! Patrick, wo warst du? I was just looking for something. Ich hab nach etwas zu essen geguckt. Sorry. Nach etwas Gesunden? Du siehst nicht so aus, als würdest du gesunde Sachen essen. Komm, ich puste dir in der Bauchnabel rein. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Yo, ich hab versehentlich Rechtsklick gedrückt dabei. Seht ihr, wie das Licht an- und ausgeht? Da ist ein Candy-Automat vor einem Gesundheitsladen. Kontraproduktiv. Nobody opens. That does not seem to work. Niemand öffnet. Das funktioniert nicht. Ach was! Du willst mir sagen, das fällt dir jetzt erst auf? Ich laufe hier die ganze Zeit schon durch die Stadt und es passiert nichts. Keine Tür wird geöffnet. Okay, hier ist Thaddäus. An dem laufen wir jetzt einfach mal vorbei, weil den kriegen wir eh nicht. Aber was ist das? Ein Bootsmobil? Und ein Fahrrad? I didn't know the flying Dutchman. Ich will das Fahrrad! Komm schon! Ich kann das! Nein! Können diese Objekte mal aufhören, durch Objekte zu fahren? Okay, dann nehmen wir das Bootsmobil. Alle anschnalle! Wohin genau soll ich? Da ist auf jeden Fall das Fahr... Ha? Das ist einfach durch mich durchgefahren. Wo sind wir denn hier? Oh! Junge Patrick, erschreckt mich doch nicht so! Yo, was ist das hier? Da leuchtet was. Das sieht aus wie ein Knopf! Okay, Patrick. Okay, Patrick. Geh zum anderen Knopf. Wie süß er läuft. Müssen wir den gleich... Vielleicht müssen wir den Knopf gleichzeitig drücken. Lass mich runterzählen. Und wir drücken, wenn ich sage. 4, 7, 12. Was kommt als nächstes? Hey, Patrick, zähl nochmal. Ich hab dich hier mitgenommen, aber du bringst mir nichts. Du bist so eine Pfeife. Komm. Du warst nicht bereit! Ich hasse dich! Boom! Okay, wir haben die Tür geöffnet. Na, sieh mal einer an! Wer ist denn da? Da ist Thaddäus! Squidward, we have been looking for you all day. Wir haben dich den ganzen Tag gesucht! Squidward,
Hallo, Thaddeus. Wieso bist du angefangen? SpongeBob Patrick. Ich bin froh, euch zu sehen. Echt, wärt ihr so nett und würdet mich hier rauslassen? Diese Tentakelstadt ist eine Falle. Sie sind Kannibalen. Sie haben die anderen gegessen. Ich habe versucht, mit meinem Laubbläsegerät wegzufliegen, aber ich habe einen Unfall gemacht. Und ich bin jetzt in diesem Käfig gefangen. Der Schlüssel ist hier irgendwo. Vielleicht im Park? Oh. Los! Ey, halt die Klappe. Du bist also die Person, die mit dem Laubding den Unfall gemacht hat. Das Fliegen lernen wir nochmal. Genauso wie diese Kreatur da. Was ist das? Was ist das, Patrick? Das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht echt nicht gut. Obwohl, das sieht ziemlich gut aus. Guck doch mal, wie langsam die sind. Ich kann den Schlüssel doch einfach nehmen, ohne Probleme. Oh. Ich möchte nicht sterben. Ich habe Träume. Wer wird uns hier rausholen? Verdammt, ich weiß es nicht. Entschuldigung. Oh, hier liegt ein Schlüssel drin. Junge, Thaddeus, guck nicht so komisch. Lass uns hier verschwinden. Ich glaube, Thaddeus ist enttäuscht. Wieso läuft hier der Sound von Purge? Das macht mir ehrlich gesagt fast schon Angst. Oh mein Gott, wir haben das Bootsmobil. Okay, das ist richtig nice. Auch wenn ich nicht so wirklich... Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich gar nicht meinen Führerschein habe? Ich meine, jeder hätte dieses Auto fahren können. Zum Beispiel du, Thaddeus. Aber du lässt mich... Ich mach das nicht extra. Ihr lauft einfach gegen mein Auto. Oh, kann ich driften? Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein, nein, nein. Kann ich ihn umfahren? Komm schon, schneller. Boom. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich noch richtig bin. Und wieso spawnen da einfach Häuser aus dem Boden raus? In was für eine Art Stadt bin ich hier gelandet? So. Okay. Hä? Is this place? Was ist das für ein Ort? Oh nein, die Hölle kommt. Oh nein, siehst du das vor? Was? Yo, es ist ein Bosskampf! Wir müssen diesen kleinen Dingern ausweichen, denke ich mal. Come on, we get through this nightmare. Und ich glaube, wir haben ihm gerade schon einen Hit verpasst. Thaddeus, du hast keine Chance gegen mich. Ich habe zwar keinen Führerschein, aber mein Bruder, ich weiß, ich ausweiche, okay? Also nimm gefälligst deine Pillen. Entspann dich mal ein bisschen. Und gib einfach auf, weil es ist nicht sonderlich schwer. Boom. Das ist halt echt nicht schwer. Tschu. Gut ausgewählt. Oh, easy peasy lemon squeezy. Ich mache einen kleinen Ankle Break und dann war's das. Let's go. Oh, das war knapp gerade. Okay, wir können uns boosten. Ich glaube, ich bin ihm voll in seine Zähne reingefahren. Wir können doch nicht gehen. Wir sind gefangen im Traum. Mach Squidwill von den Dämonen frei. Ich hab den brennenden Laub. Gebläse Dingelings. Yo, ist das nicht ein bisschen extrem? Können wir nicht mit den Dämonen einfach zusammenleben? Woher kommen die? Yo, ihr hässlichen Dinger! Brennt! Okay, wir müssen manchmal neues Fuel sammeln. Aber an sich scheint das relativ easy zu sein. Natürlich, SpongeBob-Spiele spielt man nicht für den Schwierigkeitsgrad, sondern für die Atmosphäre und für die kreative Freiheit, die die Leute sich lassen, bla bla bla. Aber ich will nur angemerkt haben, besonders schwer ist es nicht. Wisst ihr, ich laufe einfach ein bisschen rum, bis die hinter mir sind und dann... Easy. Aber never judge a book by his cover, ne? Vielleicht wird es ja doch schwerer, wer weiß. Das sind viele. Irgendwie macht das Spaß, die zu verbrennen. Komm schon, ein bisschen mehr. Ein paar können noch kommen. Und... So. Wie viele genau müssen wir denn davor töten? Ich habe schon voll viele getötet jetzt. Oh. Wie viele denn noch? Wir haben so viele schon fertig gemacht. Das nervt ja langsam. Ich kann die Musik auch langsam nicht mehr hören. Die Musik hat aufgehört, aber es sind noch welche da. Kommt schon, ihr Maden. Das war's? Das war's? Haben wir alle... SpongeBob hat alle fertig gemacht. Wohin soll ich jetzt? Gibt's eine Mission? Ich schlaf wieder ein. Danke, SpongeBob. Du hast uns gerettet. Kein Problem, immer wieder gerne. Du hast ja nichts getan, Patrick. Aber ich muss sagen, ich fand, das war ein cooles Spiel. Auch mit dieser Klopfmechanik, die ist ja neu. Hatte nochmal so eine andere Atmosphäre. Feier ich. Ich gebe dem Spiel eine... was ein chilliger Beat. Eine 7 von 10. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.
Bill, I'm in the mood.